This presentation is about how to make activated charcoal without chemicals. Hier geht es darum, wie man aktivierte Holzkohle herstellen kann, ohne den Gebrauch von chemischen Stoffen. And our main goal is to make this charcoal, this activated charcoal, with the cheapest means possible. Und das Ziel ist, diese aktivierte Holzkohle so kostengünstig wie möglich herzustellen. And easy. Und leicht. Also es soll einfach und leicht herzustellen sein. Everyone and anyone should be able to make it. Jeder sollte es herstellen können. And thirdly, it has to be cheap. Und es muss kostengünstig sein. Right. And fourthly, if you wish to make a trade out of this, you the capital is cheap. Und wenn man einen Handel, also ein Geschäft daraus machen möchte, dann ist das Herstellungsverfahren kostengünstig. But yet it is very effective. Aber sehr effektiv. That's what we are looking for. Das ist das, was wir erreichen möchten. Let us pray. Lasst uns beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. We ask blessings upon this presentation. Wir bitten dich um deinen Segen über diesen Vortrag. And I ask for rich blessings for everyone who is watching. Ich bitte dich um reichen Segen für jeden Zuschauer. So that they will see the result. And the result of this, the result of this technique. Damit das Resultat dieser Technik gesehen werden kann. And that they will be able to do it. Und sie es auch umsetzen können. This knowledge is important for us to know before you allow the time of crisis to come. Dieses Wissen ist wichtig für uns zu haben, bevor du der Krisenzeit erlaubst, zu kommen. So I ask for your holy presence to be with us. So bitte ich dich um deine heilige Gegenwart. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to ask someone to go and look for Ulug so that he could bring me the sample I brought with me. Also möchte ich bitten, dass jemand hier drin nach Ulug sucht, dass er das bisschen Holzkohle, was ich mitgebracht habe aus Mittelsinn, holt. Ja. Yeah. Okay. So meanwhile, I'll show you what we have here. Okay. Let me show you what we have here. Also, ich möchte euch mal was zeigen. Charcoal making is actually a big business. Die Herstellung von Holzkohle ist ein großes Geschäft. The turnover for the professional charcoal maker per year is way in 10 millions. Der Gewinn für professionelle Holzkohlehersteller läuft auf Millionen. And so that is actually a lucrative business if you know how to do it. Also ein gutes Geschäft, wenn man weiß, wie man es führen soll. Only selling burnt wood. Es geht eigentlich nur darum, dass man verbranntes Holz verkauft. But really, is charcoal just burnt wood? Aber wirklich, ist Holzkohle einfach nur verbranntes Holz? Not really. Nein, nicht wirklich. Let me show you this method here, which is actually quite primitive. Ich möchte euch eine primitive Methode zeigen. Because sometimes near in the future we might go back to basic. Denn in der Zukunft könnte es sein, dass wir zurück zur Grundlage kommen. Yeah. So we were looking for the charcoal, yeah. Yeah.
He needs the car key. Okay. Okay, moment. We. Hadassah, schau, schnell bei uns auf dem Tisch. Autoschlüssel. Der Ulug braucht den Autoschlüssel. Hm? I'll show you this one. And I'm sure that it will be educational. Also ich zeige euch das und bin mir sicher, dass das euch ein bisschen mehr Einblick gibt. Excuse me a moment, the Wi-Fi is a bit slow. Es tut mir leid, hier ist die Internetverbindung schlecht. Yeah, thank you so much. While it is loading, I'll show you what we have first. Währenddem sich das Internet am Aufladen ist, möchte ich euch mal zeigen, was wir haben. This method is one of the simplest. Diese Methode ist eines der einfachsten. But the keyword is not just being simple. Aber das Schlüsselwort ist nicht nur Einfachheit. It has to be effective. Sondern es muss auch effektiv sein. So, being simple, cheap and effective. Also einfach, kostengünstig und effektiv. Thank you. So we have the result already here. Also das Resultat sehen wir hier. Here. There's a result. And this is already activated. Das ist schon aktivierte Holzkohle. Has it been activated? Not yet. This is activated already. And let me see. Delicious. Schmeckt gut. Ja, wie Chips. And eating this, I'm not eating between meals, ne? Also ich esse nicht zwischen den Mahlzeiten. Und nachher unbedingt ein Porträt machen mit großem Lächeln. Ja. Yeah. So, this product also, here, we did it some days ago. Diese Holzkohle haben wir vor ein paar Tagen hergestellt. And I recommend that when you travel around, ich empfehle, dass wenn ihr auf Reisen seid, you do not need to pulverize them. Da müsst ihr das nicht pulverisieren. Just break it in big chunks. Ihr brecht es einfach in Stücke. Put in the plastic. Und macht es in ein Plastik. And that you bring it around. Und nehmt es mit euch mit. And when you think you need it, wenn ihr meint, ihr braucht es, break it like this. Brecht ein bisschen ab. My dessert. Klingt gut. That's my dessert. Das ist meine Nachspeise. Okay. Oh, there you go. It started. Also hier hat's angefangen. So, the man starts everything simple and now he makes the fire from the top. Also der Mann setzt jetzt ein Feuer oben drauf. So it will work its way down. Das wird dann das Feuer wird durchziehen durch den ganzen Holzstapel. Okay, so watch enjoy the documentation. Also schaut euch die Dokumentation an. Which type of wood is the best? I found out. Ich habe herausgefunden. That after I've heard different teachers. Nachdem ich unterschiedliche Lehrer mir angehört some habe. Some say hard wood. Manche sagen, es muss ein hartes Holz sein. Some say not so hard wood. Andere sagen ein nicht so hartes Holz. Some say soft wood. Andere sagen ein weiches Holz. I found I can use them all. Ich habe festgestellt, man kann sie alle nutzen. So long as you can burn it. Solange man sie verbrennen kann. The only problem is the wood that doesn't burn. Then you cannot use that one. Wäre ein Holz, das nicht brennt. Aber, yeah. Yeah. My recommendation is that is for you not to use wood that is too hard. If it is too hard, also it's too long to burn. Meine Empfehlung wäre, ein Holz zu nutzen, das nicht zu hart ist, denn sonst dauert es zu lange. Do you understand that? Okay. Verstehen wir? If it is soft, it's okay. It can still produce
It can still produce charcoal. Wenn es weich ist, ist okay, man kann Holzkohle daraus herstellen. So notice how he makes it. Also seht, wie er das macht. But this one is still not yet. That one is not yet. That is not yet activated. Das ist noch keine aktivierte Holzkohle. However, aber it is usable. Man kann es nutzen. There was a case in Australia. Da gab es einen Fall in Australien. When Sister White was still there. Als Ellen White noch da war. And he saw some men with very swollen hand after working very hard out in the construction. Und sie sah Männer mit sehr mit harter Haut an den Händen, die da Konstruktionsarbeiten ausgeführt hatten. So she said, go, sagte, please go and get some charcoal from where, from the campground. Bitte geht, holt euch Holzkohle vom von dem Gebiet dort. Then she mixed it with olive oil. Und dann soll es mit Olivenöl vermischt werden. And she applied as a poultice. Und sie hatte diese Holzkohle in Kombination mit Olivenöl als Packung angewendet. And as the American says, wie die Amerikaner sagen, the next day the hands are like as new. Am nächsten Tag waren die Hände wie neu. Right. Okay. So now you have seen that part of how he made the charcoal. Den Teil habt ihr jetzt gesehen, wie dieser Mann hier Holzkohle hergestellt hat. Okay, we are going to move on to the next one. Jetzt gehen wir zum nächsten. The next one is this one here. Das nächste ist diese Methode hier. Another variation. Eine weitere Variation. The first one was a traditional one. Traditional, ganz traditionell, primitiv, einfach. But like I said, we may one day go back to that. Aber wie schon gesagt, eines Tages kommen wir wahrscheinlich wieder auf diese Einfachheit zurück. So now we have this person here. Nun haben wir diese beiden Männer hier. With his brother. Das sind Brüder. Okay, I'm not going to waste my time with this. I will go straight to the gist of what I'm trying to show. Okay, ich werde jetzt meine Zeit damit nicht verschwenden. Das Internet dauert zu lange. Ich komme direkt zum Punkt. Right, and I will show you this one here, and it will take some minutes for it to load. Ich werde meanwhile, euch dieses Video zeigen. Das wird ein paar Minuten dauern, bis es geladen hat. Meanwhile, I will show you another document. Und mittlerweile möchte ich euch ein anderes Dokument zeigen. Right. Retry. Yeah, it will take time to load. All right. So what I'm going to show you right now is this. So was ich euch zeigen möchte ist Folgendes. Imagine these white square is the can. Stellt euch vor, dieses weiße Viereck ist die Blechdose. Okay. And the brown objects inside represents the wood. Und der braune Inhalt repräsentiert das Holz. The red here representing the fire. Das rote unten repräsentiert das Feuer. This container here is sealed with a lid. Diese Blechdose hier wird mit einem Deckel versiegelt. Here. One of my former students introduced me to this can. Einer meiner ehemaligen Studenten hatte mir diese Dose vorgestellt. It is manufactured in the Netherlands. Sie wird in Holland hergestellt. It was meant to store ammunition. Es wurde dazu kreiert, um Kugeln zu lagern. This is for the military supply. Also fürs Militär. And
What good about this is? Und das Gute daran ist, it has a very good seal. Es hat ein gutes Siegel, also so ein Verschlussring, der da oben drauf kommt. Right? And it's easy to put on and remove. Und es ist ganz einfach aufzusetzen und wieder abzunehmen. Right. And on the top, right on the lid here, und hier am Deckel oben, we puncture a hole. Machen wir ein Loch rein. We puncture a hole, and that means das bedeutet, that fire, once the heat is created, a very high heat is created here. Dass eine sehr hohe Hitze hier in dieser Dose kreiert wird. There will be fire shooting out at the top. Und oben bei diesem Loch, das man kreiert hat, schießt dann Feuer raus. Fire coming out here. You wait until the fire is gone or disappears. Und ihr müsst es so lange brennen lassen, bis dieses Feuer dann nicht mehr aus der Dose rausschießt. That fire indicates of the hydrogen is burned, being burned and released. Dieses Feuer zeigt, dass Wasserstoff verbrannt wird in der Dose drin und dass es von der Dose entweicht. Right. Okay. So and once the fire goes out. Wenn das Feuer einmal ausgegangen ist, then you will begin to you cool it down. You take remove it from the fire and remove it and cool it down. Dann naturally. Entfernt ihr die Dose vom Feuer und lasst sie abkühlen, ganz von allein abkühlen. I do not recommend you to put water on it. Ich empfehle es nicht, dass ihr Wasser drauf schüttet, wie jetzt in dem Video vorhin. So it will take some minutes, maybe half an hour to cool down. Es wird mindestens eine halbe Stunde brauchen, bis sich das etwas abgekühlt hat. Okay, then when it's cooled, wenn es dann abgekühlt hat, the wood should be ready. Dann sollte das Holz bereit sein. The charcoal is ready. Das heißt, die Holzkohle. Okay. Yeah, not yet aktiviert. Aktiviert ist es noch nicht. Not yet. Okay, so. I hope that the video is working. Ich hoffe, dass sich das Video hochgeladen hat und dass wir es anschauen können. Wie lange dauert das? That will take you about an hour, depending on how big. Also circa eine Stunde. Es kommt aber darauf an, how big your container is. Wie groß dein Container ist, wie viel du da reingemacht hast. This year will take more than an hour. Das da wird mehr als eine Stunde brauchen. You have to consistently feed the fire. Man muss ständig das Feuer füttern. Right? Okay. Meanwhile, while this is connecting, I'll work again on my presentation. Gut, währenddem das Video noch am Hochladen ist, gehen wir weiter. After the charcoal is ready. Wenn dann die Holzkohle fertig verbrannt ist. You take this charcoal. Dann nehmt ihr die Holzkohle. Which is right now is in this form. Jetzt ist sie in dieser Form. And you crush it. Und ihr zermalmt sie. You do not need to pulverize it. Ihr müsst sie nicht unbedingt pulverisieren. Okay, so you just need to crush it to a big chunk. Ihr macht einfach große Stücke. Let's say about that big, for example. Ungefähr so groß. You can see it on the video. Can you see it? Okay, mm-hmm. Like this. Okay, so maybe that this big. Okay. Also ungefähr diese Größe von Stücken. I prefer transporting or bringing my charcoal in this form instead of powder. Ich bevorzuge es, meine Holzkohle so mitzubringen als in Pulverform. And let's say my children is having stomach ache, I said, okay, here, chew this one. Wenn meine Kinder Magenschmerzen haben, dann sage ich, okay, dann kau das. Right. Oh, of course, I'm not saying that the powder is wrong to bring powder around. Natürlich sage ich nicht, dass es falsch ist, wenn man Pulver mit sich bringt. It is more messy.
Es macht aber mehr Verschmutzung, also mehr, ja. If you spill it or anything, it's messy. Wenn irgendwas ausgeschüttet wird, dann ist es manchmal schwer, da wieder sauber zu machen. Ja. Wenn ich jetzt das Feuer anmache und der Mann hat es ja mit Wasser gelöscht, das heißt, er hat dann sozusagen das gestoppt. Wenn ich das aber jetzt nicht mache, dann wird auch vieles von der Kohle veraschen. Das heißt, das wird dann zu Asche und dann habe ich keine Kohle mehr. No, there's still coal. There is coal. Also du hast immer noch Kohle, auch wenn du es nicht mit Wasser überschüttest. Ja. Yeah. I've done it, so that's also, why. Ich hab's gemacht. Now, especially if someone is in need of it, emergency. Wenn jemand die Holzkohle braucht, notfallmäßig. And what you do is, was du machst, after you put the fire off. With how? Because he was. Did you understand what he said? After you put the fire off. With the water. Also wenn du das Wasser, das Feuer mit Wasser auslöscht. Right. If you keep on burning, there's no more coal. Yes. Wenn but, man es weiter verbrennt und ständig weiter verbrennt, dann hat man keine Kohle mehr. Right. But if you pour it and smother it with water, it allow it to cool down and to dry up. Don't use it immediately. Wenn man jetzt das Feuer mit Wasser auslöscht, dann sollte man warten, bis die Holzkohle trocken ist. Man darf sie dann nicht sofort verwenden. Okay. And the heat that is still in there will help the coal to dry up. Die Hitze, die da noch drin ist, wird die Holzkohle trocknen. Okay. So let it so, like that. Now, as I've said earlier, the crushed charcoal, you put it in this, you prepare it to put it into the can or into the container. Also, wenn man dann die Holzkohle verbrannt hat und abgekühlt hat, dann macht man eben diese Stücke und dann legt man sie in eine andere Dose rein. So do not put the charcoal in the container yet. You're preparing it. Also man bereitet erst einmal die Dose vor, bevor man die Holzkohle reinlegt. Now, before you need to put a can like this. Dann braucht man eine Dose wie diese hier. A smaller can. Eine kleinere. Which I put inside here. Welche ich da reinsetze. Okay. This will stay in the carpet. Don't worry about that for now, please. Okay, here. Yeah. So this one here. You put this one here, and inside you fill up with water. Also dann habt ihr diese Dose und hier, diese Dose wird mit Wasser gefüllt. Okay, to the brim. Bis nach oben. Then you close it. Dann schließt ihr das. This here, the lid here, are also punctured. Der Deckel hier wurde auch mit Löchern versehen. Right. And once it begins to boil. Und wenn ihr dann wieder rundherum ein Feuer gesetzt habt, the steam will come out. Und das Wasser anfängt zu kochen, wird der Dampf entweichen durch den Deckel. Right? So the steam will be the activating force. Und der Dampf wird eine aktivierende Kraft in sich haben. You understand that? Okay, so this will be sitting right at the bottom of this can here, inside. Diese Dose wird in die größere Dose auf den Boden gesetzt. Then, what you need to do is, und was ihr dann tun müsst, ist, you, before putting the charcoal inside, bevor die Holzkohle dann oben drauf macht, on top of this can, auf diese Dose oben drauf, you put a wire mesh here. Müsst ihr hier auf dieser Dose ein Drahtnetz drauf machen. Okay, yeah, preventing the charcoal from falling in between. Was die Holzkohle daran hindert, da runterzufallen. Why? Warum? Because the steam is rising here.
Weil der Dampf, der steigt ja auf. Usually doesn't go down. Der Dampf geht normalerweise nicht runter. Because of the pressure of the heat. Wegen dem Hitzedruck. Okay, so that means. Und das bedeutet. This charcoal. Dass diese Holzkohle. Is sitting on top. Also auf dieser Dose obendrauf sitzt auf diesem Drahtnetz. Okay, now. So keep on feeding, then of course, then you have to put the lid on. Natürlich müsst ihr hier diese Dose dann verschließen. This one is under there already. Diese steht schon ganz am Boden in dieser großen Dose. All right, now you slowly put it upright into the fire. Verschließt den Deckel und setzt das Ganze ins Feuer aufrecht. And feed the fire. Und füttert das Feuer. Let it blazing. Und lass das Ganze erst einmal so richtig aufheizen. So und very soon the steam will begin to come out. Sehr bald fängt dann der Dampf an aufzusteigen. And the pressure will be so strong from the inside. Der Druck, der sich da in dieser großen Dose aufbaut, ist sehr stark. Because of the steam. Wegen dem Dampf. Then und dann the steam will come out through this lid. Wird der Dampf durch den Deckel rauskommen. Through this hole. Durch das Loch im Deckel. And many times, und oftmals, if the fire is big enough, wenn das Feuer groß genug ist, there will be blue jet, a fire jet coming out here. Blauer Feuerstrom da rausschießen. From the water. Vom Wasser. From the pressurized steam. Wegen dem dem Dampf, der unter starkem Druck steht. So keep on burning and feeding it until the fire goes off. Also füttert das Feuer weiterhin, bis da keine Flamme mehr aus dem Deckel rauskommt. Did you understand? Verstehen wir? So why? Warum? Because if you still have water inside, that means you have not fully capitalized on the potential. Full potential of the activation process. Wenn man da noch Wasser drin hat, dann hat man das volle Potenzial nicht ausgenutzt. Es muss verdampft sein, ja. Yeah. So the question is, also die Frage ist, what is happening? What does that steam do? Was macht dieser Dampf? Uh-oh, he's still not doing it. Dauert das 5 Stunden? Or that will take probably that will take you another 2 or 3 hours, depending on how big, how well you maintain the fire and how big the fire is. Also schon 2 bis 3 Stunden. Es kommt drauf an, wie gut ihr das Feuer füttert und wie heiß ihr das Ganze hinkriegt. Okay, since this is not working, I will have to improvise. Weil das Video nicht funktioniert, muss ich es improvisieren. Now what I'm going to do is to draw something here. Ich werde also etwas zeichnen für euch. And I will put this in this color, white. The white represents the white is representing the charcoal, even though charcoal is black. In der weißen Farbe, weiß soll jetzt hier Holzkohle darstellen, obwohl Holzkohle schwarz ist. Okay, so here's a piece of charcoal. Da haben wir ein Stück Holzkohle. It's clear? It's clear there? Now on the charcoal, let's say this charcoal is this one here, represents this. It represents this. Das ist dieses Holzkohlestück. Okay. Now this charcoal has pores. If you zoom in with a powerful magnifying glass, you will see that they are full of pores. Dieses Holzkohlestück ist voller Poren. Wenn man das unter dem Mikroskop zum Beispiel anschaut, dann sieht man hier ganz viele Poren. There's the pores. And these pores goes all the way through.
all the way through some of them, it will go all the way through the charcoal. Ja, und das sind die Poren und manche der Poren ziehen sich ganz durch das Stück hindurch. Do you understand? Now, let's blow this one up. Let's say we take this one, we magnify this one there. Sagen wir mal, wir schauen diese beiden Poren hier an und wollen mal einzoomen. And so this piece will look like this. Und es würde dann so aussehen. Like that big, for example. Also so eine Pore wäre dann zum Beispiel so groß, wenn wir es vergrößert anschauen. So the hole now is bigger. Ja, das. We are magnifying it. Größer. Wir wollen es jetzt einfach größer mal darstellen. Yeah. And let's say it is about that big piece right here. Sagen wir, das Stück ist so groß. Now, this hole here, these pores, it goes all the way. It's like a tunnel. Diese Pore streckt sich wie ein Tunnel durch dieses Holzstück hindurch. You understand? Verstehen wir? Like this. Yeah. All right, so. And most of the time, before activation, you only have, let's say, some holes on the charcoal, on the, yes. Bevor man die Holzkohle aktiviert, hat man ein paar Poren. Let's say, like here. Zum Beispiel hier. There are only five for now. Da haben wir jetzt nur fünf zum Beispiel. But after activating it, aber nach der Aktivierung der Holzkohle, using the water jet, indem man the steam, den Wasserdampf dazu nutzt zur Aktivierung. The activation is really meaning two things. Bedeutet also diese Aktivierung zwei Dinge. Through the pressure of the steam, the jet steam. Durch diesen Druck des Dampfes. What it does is that the tars which come from the gum or from the sap of the wood of the tree. Wird der Saft des Baumes. Okay. Also das Harz. That has become like a star. Mm-hmm. Okay? It sticks and some of them actually are blocking this. And let's give it another color. Das Harz klebt manchmal in diesen Poren und blockiert sie. Okay, let's put it a green color so you can see. Machen wir es mal in grün, grüner so, Farbe. So let's say the green here represents the tar. Sagen wir, das Grüne repräsentiert dieses Harz. You understand? Verstehen wir? Okay, now we want that removed. Und nun wollen wir das entfernen. And with this we are using the water jet pressure. Und dadurch nutzen wir den Druck des Wasserdampfes. Because the water jet help increase the chemistry reactions within the chamber. Denn within the durch chamber. Diesen Wasserdampf, der mit hohem Druck da rausschießt, werden diese Kämmerchen, die sich in diesem Holzkohlestück befinden, vermehrt. And it also helps in once the molecule, the water molecule, becomes a steam, it becomes hot it's also and it adds more heat inside the chamber. Und wenn diese Wassermoleküle so heiß werden, dann werden sie noch viel stärker in ihrer Druckauswirkung und das fügt dann mehr Poren dieser Holzkohle hinzu. Okay, and as a result, und als ein Resultat dessen, this heat melts all of the, it melts the tar. Wird durch die Hitzeeinwirkung das ganze Harz weggeschmolzen. Do you understand? Verstehen wir? Yeah.
an zu wenig bohren. Und durch diesen Dampf gibt das mehr Bohren. Ja. Ja. Now, because of the pressure, the water pressure. Nun wegen diesem Wasserdruck. More holes, even inside the tunnel, is created. Entstehen noch mehr Poren, sogar innerhalb von diesen kleinen Tunnels. Increasing the absorbability of this charcoal. Was dann die Absorption der Holzkohle erhöht. Yeah. So they are all now full of holes. Also hier sind nun überall Poren. So there are a web, a net of holes. All the way. Es ist dann ein richtiges Netz von Poren, die sich überall verteilt haben. Like a 3D dimension. In einer 3D-Dimension. Do you understand that? Verstehen wir? And so this is the technology you and I need to understand. Oh, thank you so much. Das ist die Technologie, die du und ich verstehen müssen. Yeah. Oh, that is helpful. Geht schneller. Oh yes, thank you so much. Ooh. Yeah. So, we'll wait it a bit. And this whole process is what we call the activation process. Und dieser ganze Prozess ist der Aktivierungsprozess. Okay? And some people tries to achieve this by using calcium hydroxide, for example. Manche Menschen versuchen das zu erreichen, indem sie Calciumhydroxid anwenden. Which they would mix with this coal after it's burned. They will crush this. Holzkohle vermischen, nachdem sie verbrannt wurde. And they would mix it with calcium hydroxide and water. Sie zermalmen diese Holzkohle, mischen es mit Calciumhydroxid und Wasser. It will heat up. Das Ganze wird sich erhitzen. And I bought one of such product. Und ich habe so ein Produkt gekauft. And compared with the performances against our product. Und hatte die Leistung dieses Produkts mit unserem eigenen Produkt verglichen. And ours is probably about 5 to 8 times more efficient than the one. Unseres wirkt ungefähr 5 bis 6 Mal stärker als das eine, das mit Calciumhydroxid hergestellt wurde. So please make use of this, because this, like I said, if you do it well, also you can make business out of this. Nutzt es und setzt es um, denn wenn ihr das macht, ihr könnt ein Geschäft daraus machen. Right, let me try this now. Jetzt wollen wir mal sehen, ob die Webseite sich geladen hat. And this is the video I got the idea from. Und von diesem Video habe ich meine Idee genommen. But with this video, they are using a high-tech method. Aber in diesem Video wird eine High-Tech-Methode benutzt. And what we are using is primitive. Ich habe etwas die Methode vereinfacht, ein bisschen primitiver. Yeah. Hold a moment. Okay, meanwhile, my wife will go around and give you some of these pieces of charcoal. Also bestimmt wollt ihr auch ein bisschen Holzkohle probieren, oder? Ja. Ein bisschen knabbern. Also, magst du probieren? Ja. Bitte schön. Bitteschön. Ich habe vorhin ein bisschen geknabbert, schmeckt ganz gut. Feuchtes Pulver, mit geschroteten Leinsamen oder mit ganzen Leinsamen? Feucht? Damit man die Feuchtigkeit dann verpressen kann. Ah, für Umschlag. Mit am besten geschrotet. Ja. Mhm. Bitteschön. Mhm. Okay, while you're receiving your gift. So we have a video here. Watch the illustration. Also, wir haben ein Video hier. Schaut mal auf die Illustration. He
Here's the charcoal already made. Da ist die fertig gemachte Holzkohle. And here's hold a moment. It's a bit slow. Okay, now watch this one here. This represents the charcoal. Das hier repräsentiert die Holzkohle. With the pores. Mit den Poren. And the white plaster represents the tars. Und das weiße Pflaster repräsentiert das Harz. Now he's explaining. I put it on mute so that I'm the one talking. Und ich habe es jetzt auf stumm geschaltet, damit ich es euch erklären kann. So then you apply the steam. Dann wird der Dampf angewandt. And as a result, the tars all melted away. Und als ein Resultat dessen schmilzt das ganze Harz ab. Right. And notice that as the steam, as the steam is applied, the steam pressure is applied. Wenn dem der Dampfdruck hier angewandt wird. Hold a moment. Also es ist einfach eine Illustration, um euch den Prozess zu erklären. Ja. Yeah. And there will be, you will see later that there will be more holes around and including inside the tunnels. Da werdet ihr sehen, dass also mehr Poren entstanden sind rundherum und in den Tunnels drin. Ja. Yeah. Wenn du die Rate verkleinerst, geht das besser. The resolution, if you lower down. Okay, you maybe can help me. Ich muss dir das andere Netz auswählen, das sind zwei Stück. Aha. Und das kann sein, dass du jetzt das falsch hast. Only one is showing right now. It was there. There should be the like. Yeah, but this settings. Is the right one. No, this is the right one, right? Okay, all right, good. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. It's already low. Okay. So you notice that there are, you see, there are more holes here. Also ihr seht, da sind jetzt mehr Löcher entstanden. And including the inside. Einschließlich in den Tunnels drin. Those are the, there's a result of from coming from the, from this water pressure jet. Das ist ein Resultat des Wasserjets. Okay, now I'm going to move forward now. And so this young man built a contraption. Also dieser eine Mann hier hat etwas gebaut. And he, okay, we're going to. I beg your pardon? No. Mobile hotspot. It robs my thing here. Okay, so here is how it looks like. Hier sehen wir, wie es aussieht. Sorry. Leider ist die Internetverbindung einfach zu schwach. Yeah. What you will see there, aber was ihr sehen solltet auf dem Video, is that the person will apply the steam into the gadget, into the oven. Also die Person wird also den Wasserdampf im Ofen anwenden. Yeah, and to create this reaction that I have been talking about. Genau diese Reaktion, die hier illustriert wird, zu erzeugen. But instead of using this high-tech method, it's still not showing. Aber anstelle von dieser High-Tech-Methode, leider könnt ihr es jetzt nicht sehen. That is back on again. You see this picture there, the small one?
Seht ihr das kleine Bild? There's an oven there. Er hat einen Ofen gebaut, which produces several thousand of heat of force, eine sehr temperature. Hohe Temperatur, über 1000 Grad erzeugt wird. Yeah, and it is actually very effective. I wish I oh, there you go. Es ist sehr effektiv. Yeah. Can you see this one there? Könnt ihr sehen hier diesen Wasserkocher? Okay, oh no, okay. So he feeds the steam inside. Er füttert also den Dampf da in diesen Ofen rein, wo die Holzkohle drin ist. But instead of me doing this method, aber anstatt dass wir diese Methode machen, I put my water inside. Mache ich mein Wasser da rein. Inside here. Unten auf den Boden der Dose. Which gives very similar pressure. Was einen ähnlichen Druck verursacht. More just the only difference is that this setup is more primitive. Außer dass halt diese Methode primitiver ist. You understand? Einfacher. Yeah. Right. And so once the process is going. Und wenn dann der Prozess einmal vorangeht, your timer went to stop, dann wenn der Timer stoppt, is ach so, the availability of the steam. If the also, steam is still there, wie ihr wisst, wann ihr stoppen sollt, ist ihr beobachtet den Dampf, der da oben rauskommt. It should be said, so the fire there is coming from the steam. Hier seht ihr diesen Feuerstrahl, der da rauskommt, das ist durch den Wasserdampf. Which in your case, in our case, will be the blue was in unserem fire Fall coming out hier here. Ein blauer Strahl, blauer Feuerstrahl ist, der da rauskommt. Do you understand? Mm-hmm. Okay. So, I found it's working properly. Und es funktioniert wirklich gut. Now, I'm going to now stop this presentation. Ich stoppe jetzt mit dieser Präsentation. And I'll take you out there where Ulug is. Und wir gehen jetzt miteinander raus zum Ulug. And we are going to watch how the whole process is done. Und wir werden jetzt praktisch diesen ganzen Prozess beobachten, wie so das funktioniert. So I'm asking the cameraman to take one of the camera over there. Und ich möchte den Kameramann bitten, eine Kamera mit rüber zu nehmen. And so we can just splice it in later on during the editing. Ja. Okay? Mm-hmm. All right. Okay. So now let's go back here. Gut, it's right gehen there. Wir hier raus. Ulug ist da draußen. Okay, so we go over there and yes, let's do now.